Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Automation The Car Company Chicken Game hier aus TGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir müssen der ganzen Sache hier oben mal einen Namen geben. Ich lasse aber mal im Hintergrund das schöne sonorische Brummen vom Motor laufen. Das Ganze wird nämlich der T1 für Transporter oder mal schauen, wir schreiben Transporter aus. Transporter 1 oder warte mal, das Modell, ich weiß gar nicht, das ist, eigentlich ist das ja... 5. Naja, wir werden mal gucken. Also Trim 5 ist ja eigentlich dann die Variante der Dings hier. Das ist der Transporter 1 mit als Bus. Ja, das ist die Bus-Variante. Und der Motor ist ein Boxer-Motor. Dass man das hier nicht markieren kann, irritiert mich jedes Mal. Boxer, was hatten wir gehabt? 1,6 Liter. 1,6L. So. Variante. Ach, da brauchen wir nichts weiter aufschreiben. Das reicht so. Gut, okay. Dann machen wir das Test mal aus. Dann haben wir ein bisschen mehr Ruhe wieder hier. Und gehen dann dazu über, quasi die Karosserie auszuwählen. Und dann nehmen wir hier halt eben den Personentransporter mit mehreren Türen. Das sieht schon mal ganz gut aus. Kann ich das hier. Warte mal. Nur gesamt, ich kann nicht einzeln, ne, geht nicht, schade. Ich würde gerne die Heckpartie irgendwie ein bisschen gerader gestalten, aber okay. So, hier können wir ein bisschen vor zurück, na gut, das können wir auf gleicher Höhe lassen, das können wir auch so lassen, würde ich sagen. Wir können ihn kastenförmiger gestalten, das sieht ja ein bisschen, oh, das sieht aber, das ist aber schwierig. Das sieht wirklich schwierig aus, ne, aber lieber ein bisschen abgeflachter und hier können wir die Schnauze ein bisschen rausziehen. Ah, ich weiß nicht. Nee, das sieht nicht aus, ne? Mach mal so. So ist schon ganz okay. Ja. Ja, sieht schon ganz gut aus. So, als Transporter kann man das schon mal durchgehen lassen. Dann werden wir uns mal um die Farbe kümmern. Und da werden wir natürlich unser All Black wieder nehmen. Was wir immer wieder nicht auswählen können, was wir immer wieder neu machen müssen. Aber ist okay. So, bitteschön. Einmal All Black. Sieht halt ein bisschen, obwohl eigentlich die Standardfarbe davon ist eigentlich so ein gekonntes Grün. Ne? Also wenn ich an einen Transporter denke, auch an den Bus, obwohl den Bus, ja doch, den sehe ich eher in Weiß, aber Grün war auch sehr viel. Aber diesen Pritschentransporter, also da denke ich immer daran, dass der Grün war. Das liegt aber daran, dass mein Meister in meiner Ausbildung so ein grünes Ding gefahren hat, so einen grünen T2 ist er da gefahren. Und das war schon okay. So, Zielleisten machen wir wieder, muss ich das jetzt, warte mal, hier, was war das hier, Plastik, machen wir hier Grundfarbe, Chrom, aber Grundfarbe machen wir Silbergrau hier, so. Ja, so ein bisschen verchromte Elemente können da ruhig ran, ne? Das sieht gut aus. Das mit dem Rot sieht natürlich irgendwie auch cool aus, ne? Dass man den Chrom-Effekt so hat. Aber nee, das machen wir. Ein schönes Schwarz ist auch nicht so schön, so. Ja. So, okay, dann lassen wir das mal so. Dann haben wir noch ein paar Chrom-Elemente dran, ein paar Chromschienen, das sieht schon ganz gut aus. Und dann müssen wir ja einfach bloß mal loslegen. So, ich würde hier ganz gerne... Ach, das kann ich hier rausziehen. Ach, das sieht ja aus. Ne, das lassen wir lieber da drin. Das sieht ja echt fürchterlich aus, ne? Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, sowas tun wir uns nicht an. Das tun wir uns nicht an. Wir haben auf beiden Seiten Schiebetüren. Das finde ich auch schon mal sehr interessant. Kann man also quasi durchspringen durch das Auto. Wurde ja doch erstaunlich gut bewiesen im Film Mr. und Mrs. Smith. Da haben sie sich ja das Auto der Nachbarn ausgeliehen und haben dort, ja, sagen wir mal, den Wagen etwas demoliert. Oh, man könnte demoliert sagen. Gut, dann gucken wir mal. Und zwar würde ich ja jetzt so sagen, also wir brauchen uns ja nicht mehr ans Company Brand halten, weil unsere Company ist ja leider pleite gegangen. Hatten die den eckigen Scheinwerfer da drinne. Warte mal, wir gucken mal, wie das ausschaut. Wenn wir da so den eckigen Scheinwerfer da reinsetzen. Das sieht irgendwie... Nee, das gefällt mir nicht.
Gib mir mal bitte die Sorte Scheinwerfer und entferne diese und schieb die mir nach da unten. Noch ein Haken dran. Gefällt mir das mehr? Ne, das gefällt mir eigentlich auch fast gar nicht. Nee. Gefällt mir nicht. Ich glaube, die hatten auch runde Scheinwerfer. Mensch, wenn ich das jetzt wieder wüsste, ne? Wenn ich das jetzt wieder wüsste, wie die aussahen. So, die hatten runde Scheinwerfer, ja. Oder gut, T1 wird es ja eigentlich auch nicht wirklich. Es wird eigentlich ein T2. Aber er hatte wirklich hier runde Guckerchens. Das hätte ich jetzt so fast so erwartet. Diese hier nehmen wir mal. Nehmen wir mal diese hier. Oh ja, das sieht verdächtig danach aus, als wenn das daran gehört. Ja, doch. Das sieht gut aus. Mit dem Lampenring. Der Lampenring, das war übrigens beim Trabi auch so. Der hat auch so einen Lampenring da dran. Ein bisschen größer insgesamt noch. Ja. Kann ruhig große Augen kriegen. Ist ein bisschen. Also ich meine, der konnte das hässlichste Auto, dem gewinnt ja sowieso der 4. Sie hat Multiplan, ne? Würde ich ja sagen. So, Rückleuchten haben wir Blinker. Blinker brauchen wir auch noch ein paar. Dann nehmen wir mal hier welche für vorne. So, mit in Wagenfarbe. Haken dran. Das mit in Wagenfarbe gefällt mir nicht. Gibt es die Blinker auch mit Chromummantelung? Aber nicht noch rund und dann gibt es das nur so normal. Nee, das sieht auch nicht aus. Dann lassen wir die Blinker so dort. Bisschen runter noch. So, dann brauchen wir hier einen schönen Kühlergrill dazwischen. Hier brauchen wir dann. Hier waren auch so kleine Lüftungsschlitze drin, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und hier vorne war das runde Zeichen davor. Machen wir mal erstmal einen schönen Kühlergrill da rein. Nee, das nur da. Ah, ja. Oh. Interessant. Den finde ich schon mal sehr interessant hier. Weil den könnte ich mir so vorstellen, als wenn er sogar so dort mittig drauf. Moment. Was snappt es? Der ist da mittig drauf, ne? Den könnte ich mir hier wirklich so vorstellen. Das sieht doch schon mal gar nicht so verkehrt aus. Haben wir denn noch welche, die... Nee, der ist zu groß. Welcher könnte mir denn da noch gefallen? Der ist eigentlich... Ja, der ist schön eng. Oh, eigentlich ist der fast der richtige. Darf nur nicht ganz so breit sein. Der sieht auch fast aus wie der von Trabant. So, ein bisschen höher. Der ganz T1 wird es natürlich nicht. Also der T1 an sich, hatte der überhaupt einen Grill vorne? Ich glaube, der hat gar keinen Grill vorne gehabt, ne? Glaube nicht. Oh, ich weiß es nicht. Das ist natürlich auch wieder sehr, sehr, sehr interessant eigentlich. Und ich glaube, der hatte keinen Grill vorne drin. Aber wir machen mal einen rein, weil ja, eigentlich liegt der Motor ja, der lag ja auch hinten, ne? Wozu soll der vorne einen Kühlergrill haben, wenn der Motor hinten lag? Aber wir können ja den Motor nicht hinten einbauen, wir können den Motor ja nur vorne einbauen. Ja, genau, so war's. Kann mich, glaube ich, doch der T2 war das mit dieser, der wurde hinten die Klappe, wo das Kennzeichen drin war, die Klappe aufklappen konntest und dann konntest du tanken oder Öl aus. Öl nachgucken und sowas alles. Ja, irgendwas war da. Gut, dann machen wir mal so den Grill da dran. Achso, wir müssen natürlich auch noch ein paar Rückleuchten erfinden hier dran. Aber da denke ich mal, werden wir einfach ganz gewöhnlich diese hier nehmen. Weil die passen da sehr gut dran. Die können wir nämlich auf dieser Höhe hier anbringen. Machen die ein bisschen größer und ein bisschen breiter und dann sehen die nämlich eigentlich richtig geil hier aus, glaube ich, an der Klappe. Ja, oder? Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Dann ist nämlich hier der Absatz, der ergibt dann, das kriegen wir geregelt hier. Dieser Abseits quasi hier die helle Stelle ergibt, so ein bisschen oben im Glas drin, ne?
Ist ja ungünstig. Doch ein bisschen schmaler werden. Kann man nach außen gehen vielleicht? Oh ne, das sieht doof aus. So. Haben wir einen Haken drin? Sieht ein bisschen schwierig aus, ne? Aber es geht. Ich würde sagen, das geht. Gut. Also das sieht aber echt schwierig aus. Naja, doch. Ja, passt aber. Ich kann das Fenster nicht kleiner machen. Ich würde das Fenster gerne ein bisschen kleiner machen, aber na gut. Okay, haben wir halt nicht. So. Ein Kühlergrill hinten brauche ich auch nicht. Ich brauche jetzt eine Lippe brauche ich eigentlich auch nicht bei diesem Fahrzeug. Ein Spoiler brauchen wir auch nicht. Und Flügel. Naja, okay, da reden wir jetzt nicht drüber. Dann brauchen wir auf jeden Fall einen Tankdeckel. Der war hier, ne? Der war hier unterm, also original war der, glaube ich, hier. Ich bin mir nicht sicher, ob das beim T2, ob ich da was durcheinander bringe. Aber da war eine eckige Klappe, war, glaube ich, genau hier eingebaut. Aber ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher. Gut, fällt eh kaum auf. Aber wir haben eine angebaut und das ist ja schon mal wichtig. Wir brauchen ja eine. So, Türgriffe. Da würde ich sagen, da nehmen wir unlackiert. Ach hier, guck mal, der sieht doch nicht. Eigentlich sieht er genauso aus, wie man den braucht hier. Kann ich den drehen um 180 Grad? Dreh die mal ein bisschen. Ach, ich kann doch hier einfach eingeben, 180 Grad. 180. So. Mal einen Haken dran. So, dann macht das mal ein bisschen größer. So, mal einen Haken dran. Da sieht er original so aus, als wenn er da hin muss. Sieht gut aus. Sehr schöner Türgriff. So, dann brauchen wir natürlich hier hinten noch einen Türgriff. Ah, der kann nicht, der kann jetzt nicht sonderlich viel größer sein als der andere. Hm. Sieht man das irgendwo, die Zoom-Stufe, die ich da reingezogen habe? Nee, ne? Nee. Na gut. Passt aber. Türgriffe sind auch schon dran. Mensch, das geht ja hier rubbelikatz. Das ist ja richtig toll. So, dann brauchen wir auf jeden Fall Spiegel. Und da nehmen wir, ich hätte gerne eigentlich Chrom rund, aber na gut, müssen wir Chrom eckig nehmen. Finde ich immer so lustig, dass die wirklich so absolut winzig hier ankommen. Ein Spiegel, das weiß ich gar nicht, warum sie das so machen. So, schöne Spiegel da dran. Könnte ein bisschen groß sein. Ah, nö, geht schon. Für den Bus geht das schon. So, dann brauchen wir eine Antenne fürs Radio. Boah. Die war eigentlich, das war auch ganz geknickt. Die war, glaube ich, eigentlich hier hochgelegt an der A-Säule, ne? Also, wir haben mal, ach so, warte mal, doch. Gehen wir damit hin. So, jetzt müssen wir bloß noch ein bisschen drehen. Okay, das Drehen meine ich aber nicht. Ich wollte das jetzt wirklich so drehen, ne? So. Hä? Warum steht denn die ab? Die will ich doch haben. Nimm die mal weg hier. So. Okay, die wollte ich hier haben. Die bauen wir hier mal an. Kann ich die noch ein bisschen so nach hinten wegdrehen? Dann machen wir so ein bisschen kürzer. So. Das sieht doch original nach Antenne aus. Das sieht doch richtig gut aus. Momentchen, den müssen wir noch ein bisschen drehen, glaube ich. So drehen. Ein bisschen kürzer noch machen. Das sieht gut aus. Wird beim ersten Unfall abfallen, aber naja, das sieht gut aus. So, irgendwie sieht das jetzt hier von vorne, sieht es aus so ein bisschen wie Barkas B1000, ne? Naja, egal. Können wir auch den nachbauen. Ist ja nicht weiter schlimm. Gut, dann brauchen wir jetzt Kennzeichen. Und zwar machen wir vorne Kennzeichen. Gott. Kennzeichen hier, diese da. Sieht das aus? Was ist das denn? Seid ihr blöde? Die Idee ist für ein Cheat. Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Mach das mal weg da. Ah ja. So.
Es gibt Schöneres, aber es ist schon mal was angebaut. Gut. Dann machen wir Kennzeichen hinten und da können wir jetzt, glaube ich, eigentlich das, was sich hier so ein bisschen einfügt in das Ganze, aber kleiner. Ja, das sieht ganz gut aus. Das sieht ganz gut aus. So, okay. Dann bei den Stoßstangen nehmen wir natürlich eine unlackierte eigentlich. Aber unlackiert Plastik gibt es nicht, ne? Das ist hier wieder ungünstig. Dann gucken wir doch mal, wie die aussieht, wenn wir die hier dran bauen. So oberhalb von dem Ding. Einmal so auf der Quere. Oh, das sieht ja wie wüst. Nee, das sieht nicht gut aus. Das kommt weg, das sieht nicht gut aus. Dann gucken wir mal, wie sieht die aus, wenn wir die da anbauen. Ist jetzt auch eher schwierig. Puh. Ja, bloß einen Metallbalken will ich da auch nicht anbauen. Ja, das ist ja das ist totaler Blödsinn. So, was ist hiermit los? Das ist ziemlich klein von Haus aus. Müssen wir mal ein bisschen breiter machen. Ein bisschen dicker. Noch dicker. So. Das ist ja irgendwie kein Bumper. Das ist ja wirklich wie eine Zierleiste, verhält sich das hier. Sieht zwar schön aus, so mit dem chromen Zeugs, aber das ist ja eher was hier für hier dran. Wie hier so eine Zierleiste noch reinbaust. So, wenn du ein bisschen schmaler machst. Die 1000 Jute aus, ne? Mach das mal auf der anderen Seite auch. Nee, flippen nicht, sondern spiegeln, so. Dann muss auf der anderen Seite von der Tür auch so ein Ding sein. Bisschen schmaler noch wieder gemacht. Das sieht gut aus. Ist zwar jetzt keine Stoßstange im herkömmlichen Sinne, da wo ich sie anbauen wollte, aber... Na gut, okay. Nee, das gefällt mir. Doch. So, habe ich das Ding hier schon ausprobiert, wie das aussieht, wenn ich das da... Oha, das ist ja klotzig. Okay. Das müssen wir dann generell ein bisschen kleiner machen, aber lang dafür. So, klein, aber lang ist auch mal gut. So, ja doch, nee, doch, das können wir nehmen, das sieht gut aus. Das Problem brauchen wir hinten aus. Unterhalb vom Kennzeichen hier. So. Einmal quer nur. So, ein bisschen schmaler gemacht. Haken dran angeguckt. Gut. Die wird jetzt nicht so viel helfen, weil der Arsch ein bisschen weit raus steht hier, aber. Sieht schon ganz gut aus. So, guck mal, da haben wir schon einiges dran gebaut hier. An den Kameraden. So, dann haben wir noch ein paar Plaketten. Wir müssten hier natürlich dann quasi unseren Vogel hier wieder finden und den hier drunter bauen. Natürlich so schön groß. Großes Vogel. So. Machen ein bisschen kleines Vogel noch, so. Oh, geht schon. Kann man schon mal so lassen. So, dann müssen wir das Vogel auch noch hinten anbauen. Kommt einfach da drauf. Knapp unter das Fenster. So. Oh, passt schon. Sieht schon ganz gut aus. So. Im Übrigen wollten früher immer die Jugendlichen, also in meinem Alter waren, damals, wo ich jung war, wo ich 16, 17 Jahre alt war, war es ganz gern gesehen, wenn man dieses Transporter, Schild quasi bekommen hat. Dann konnte man nämlich das Sport rausmachen, weil in Transporter steckt Sport drin. Und das hat man sich dann auf die Seite vom Tank von der Simson gemacht. Entschuldigung, dass ich den betätigt habe. Ich zum Beispiel hatte damals einen SR50. Ich habe mir ein VW-Zeichen vorne vor dem Hupengehäuse. Da habe ich mir ein VW-Zeichen silber lackiert mit Schimmer quasi noch drinne. Dran gemacht, ja. Da, das habe ich mir dran geklebt. Naja, das ist lange, lange ist her. Das ist wirklich verdammt lang her.
Gut, dann suchen wir jetzt noch ein paar Arena aus, die da so einigermaßen dazu passen. Das geht schon mal fast. Hätte ich gesagt hier, die sind eigentlich ideal Standard dafür. Haben wir drei Löcher bloß oder drei Schrauben bloß. Man könnte auch komplett geschlossene nehmen. Alles andere kommt mir jetzt ein bisschen schon modern vor hier. Wie sieht das aus? Das ist dann schon wieder ein bisschen anders komisch. Ah, das geht auch. Ja, ich glaube, wir nehmen das hier einfach mal als Räder. So, Auspuffblende machen wir natürlich hinten eine dran. Wir haben ja auch bloß einen Auspuff hier. Komm her, ja. So, machen wir immer unterhalb von dem Ding die Auspuffblende ran. Zack. Und das sieht schon mal ganz gut aus. Den brauchen wir nicht, einen Agrarhaken, Schrift brauchen wir nicht, Auspuffblende haben wir schon mal. Ich würde sagen, das sieht eigentlich erstmal so von den Anbauten ganz gut aus. Wir beenden das dann erstmal hier an der Stelle und werden uns in der nächsten Folge ums Fahrwerk kümmern. Und dann werden wir natürlich dieses gute Stück auch einmal um eine Runde bewegen. Ne? Also das müssen wir natürlich auch kaputt fahren, das Ding. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich riesig drüber freuen. Vom T2 oder T1 hat es nicht mehr sehr viel, muss ich sagen. Also da ist jetzt, das sieht wirklich anders aus. Da müssen wir einen neuen Namen für ja finden oder so. Aber das kriegen wir ja dann schon noch hin. Bis dann. Tschüss.